Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir sind hier gerade bei der Wasseraufbereitungsanlage und versuchen das Wasser wieder flott zu kriegen für die Roboter. Und hier laufen allerdings ein paar Supermutanten rum und deswegen werden wir höchstwahrscheinlich sterben. Wir haben aber gespeichert, soweit ich weiß, ne? Hier war ja auch ein Bett. Ich glaube, hier war ein Bett, wo wir gespeichert haben. Ich sollte auf jeden Fall mich hier erstmal umsehen, ne? Ganz in Ruhe. Und ja, Gott, wie sieht es eigentlich mit meinem Inventar aus? 49? Das erscheint mir aber viel. Nichtsdestotrotz ist mein Inventar ziemlich voll und ich weiß, dass der Hund auch noch ziemlich voll ist. Das heißt, wir haben eigentlich kaum noch Möglichkeiten, irgendwas zu tragen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall gucken, was wir mitnehmen und was nicht. Da möchte ich aber auf jeden Fall nochmal hin. Komm einmal durch den Dreck hier. Kronkorken. Knochenbrecher. Ne, Knochen des rechten Beines. Achso. Ist doch ein Knochen dabei. Da steht eine Waffe, die heißt Knochenbrecher. Die hätte ich mitgenommen. Oh, hier ist nochmal ein, zwei Bettchen. Ein Supermutantenhelm. Den nehme ich doch mal mit. Können wir doch meinen Leuten anziehen, ne? Vor allem das Problem ist, ich hatte das Gefühl, dass man damals viel mehr in der Siedlung machen konnte. Oder ist das jetzt nur, weil ich so wenig tragen kann? So, da möchte ich aber auch noch mal rein. Und dann gehen wir in die Höhle des Löwen. Ah, schöne Musik. Siehst du mal. Die Supermutanten mögen Musik. Ich will das Radio ausmachen. Ich will nicht den ganzen Scheiß hier mitnehmen. Eine Angel, die brauche ich. Gut, dann speichern wir ab. Und dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein, Freunde. Und die hat irgendwas entdeckt? Das soll uns jetzt egal sein. Wir wollen rein. Controller, bitte hör auf rumzuspacken. Ich hasse das. Ich weiß nicht, warum man in Fallout rumspackt. Ihr habt gesehen, wie ich einfach nur straight in eine Richtung gelaufen bin. Das hat der Controller gemacht aus. Ich weiß nicht, welchen Gründen. Ich habe nicht gespeichert. Aber wir wissen das am Anfang nicht. Wir waren da, glaube ich, schon drin, ne? Ich glaube schon. Ja, gut, hier ist noch nichts. Ich frage mich, ob ich ein bisschen was aus meinem Inventar rausholen sollte. Wir können ja beim Bett ein paar Sachen reinlegen und dann können wir später nachgucken, was wir unbedingt brauchen und was nicht. Bin ich nämlich nicht so voll. Okay, irgendwelche Knochen drehen durch. So, okay, wir gucken erstmal, was wir hier rausnehmen. So, Waffen. Habe ich keine dabei. Ach nee, das war mein Leben mit 149, ne? So, den Klingenhelm tun wir erstmal raus. Wir packen erstmal den ganzen Schrott hier rein, würde ich sagen, ne? Hoffen wir einfach mal, dass er dann nachher noch hier drinne sein wird. So, der Rest ist alles Munition, glaube ich. Na gut. Gehen wir mal rein. Speichern vorher mal ab. Wie ich das immer vergessen kann. Eins der wichtigsten Sachen vergesse ich ständig. Na, wenigstens drehen jetzt die Knochen nicht mehr durch. Okay, auf geht's. Ich gebe mein Bestes, nicht zu sterben. Aber ihr wisst, es funktioniert nicht. Na, ich habe mein Handy gar nicht hier. Schade. Schmutziges Wasser nehmen wir mit. So wie die Lampe, meinetwegen. Noch können wir so viel tragen, wie wir wollen. Naja, nicht wie wir wollen, aber wir können schon ordentlich was tragen. Kundendienst, Terminal, mit Wasser daneben. Memo, Weston,
Medienveranstaltung. Alle Mitarbeiter, Medienveranstaltung Western Wellness 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, den 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Western Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich zuvorkommt und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch müssen an den nächsten Westenpressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Westenwasser gemäß unseres Wahlspruchs "So schmeckt Perfektion" an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verloren gegangene Produktivität wieder wettzumachen. Saul. Better Call Saul. Karte aktualisiert. Willkommen beim Western Water Link Kundendienstbereich. Aha, okay, Kiste, aha. Gut, schön. Was auch immer wir an der Karte gerade aktualisiert haben. So, wir sind also wirklich in der Wasseraufbereitungsanlage. Die geht's gut, ja? Cool. Ich glaube, auf den können wir uns heute nicht verlassen. Schrotpatronen. Kronkorken. A-Bürste kannst du behalten. So, jetzt kaum leg ich auf, weißt du? Fängt die Nase an zu jucken. Kommt das vom Reden? Weil da so viel Luft durchgeht durch die Nase? Rede ich durch die Nase? Leute, rede ich durch die Nase? Jetzt mal ernsthaft. Brille. Brille ist aber gut. Wobei ich meinen Helm echt mag. Der ist irgendwie stylisch. Kuchen. Schmutziges Wasser. Noch mehr schmutziges Wasser. Wie, der ist leer. Aber ich war hier doch gar nicht. Oder? Was ist das? Maddox. Was macht das im Mülleimer? Hat jemand seine Drogensucht weggeworfen? Okay, hier haben wir einen Fahrstuhl. Die bekomme ich so nicht auf. War ich hier drin? Das mit dem Fahrstuhl kommt mir bekannt vor. Wobei, es gibt viele Gebäude mit Fahrstühlen. Oh. Muss ich mit dem Fahrstuhl fahren? Jetzt wird spannend. Werde ich sofort sterben? Wir müssen auf jeden Fall rein, um das Problem zu lösen. Was wird denn hier oben sein? Ach, ein Schleichweg. Wahrscheinlich, oder? Hey Doggy, was hast du gefunden? Wehe, du springst jetzt runter. Aha. Ein Tresor, den ich nicht aufmachen kann. Geil. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Okay, Deal. Ein Treffer. Was klingt so ähnlich wie Deal? Better Call Saul. Ach, schade. Lead. Ein Treffer. Entweder das D oder das A. Das E oder das A. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Es könnte Team kann es nicht sein. Weil nur einer von den beiden Buchstaben richtig sein könnte. Yell könnte es sein. Und Keys. Hier ist jemand in die Wohnung gesperrt, weil du ein Kacknub bist. Wir sind Entwickler. Toll. So, kann ich wieder? Nächster Versuch. Was könnte gut sein? Tanks sind niemals gut. Wer braucht schon Tanks? Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Beim letzten Mal. Mal die falschen Einträge entfernen hier. So. Da haben wir noch einen.
Nicht leicht zu finden. Oh, guck mal, das ist Smiley. Da freut er sich. Er lacht mich aus. Kann ich verstehen, ich würde mich auch auslachen. So, Raid. Okay. Nee, Sade kann es schon mal nicht sein, weil wir nur einen Treffer haben. Und hier sind gleich drei Buchstaben. Was? Zwei Treffer. Okay. Was? Das heißt, das A ist schon mal richtig. Raid. Kann es nicht sein. Tank kann es nicht sein. Vayne kann es sein. Gott, gib mir das auf die Klöten. Ich nehme dafür, glaube ich, dieses Cafeteria-Tablet hier. Ach, guck mal da, das hier hat rumgespackt. Ich sehe es jetzt. So, kurz entfernt, damit er mich nicht mehr sieht. Und dann weiß, okay, ich kann die Sperre wieder aufheben. Das ist immer der Plan der Pläne hier. Zack. Zack. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Und sehe ich noch einen auf den ersten Blick? Nothing to do. Okay. Wir fangen dann mit, was ist denn ein gutes Wort? Was ist denn ein gutes Wort? Tiny. Weil, es ist tiny, hier reinzukommen. Keine Ahnung. Es ist klein, hier reinzukommen. Okay. Es hat so wenig Sinn ergeben, das konnte gar nicht treffen. Okay. Tiny ist schon mal nicht gut. Wie wär's mit Rule? Okay, Rule ist schon mal etwas richtig. Rule. Sehe ich da noch irgendwas, was dazu passen würde? Hate. Es könnte das E sein. Wenn es das E ist, dann kann es noch Blue sein. Okay. Warum tut ihr mir das an? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu quälen? Ihr Terminal ist gesperrt. Gut, dann gehe ich kurz weg. Oh, guck mal, der Penner ist weg. Ich kann mich wieder entsperren. Okay. Wir bleiben einfach cool. Und denken einfach nochmal ein bisschen besser nach. Das dürfte ja wohl hinzukriegen sein. Nein, Versuche zurückgesetzt. Wow, das wird eine tolle Runde, Freunde. Das wird eine tolle Runde. Ich glaube, diesmal werde ich es knacken. Okay, ich sehe nichts mehr. Gut, wir fangen an mit... Feld, weil ich mich kacke fühle. Okay, Feld. 4. Es ist das E. Wobei es nicht sein. Es muss nicht zwanghaft das E sein. Es könnte hier irgendein anderer Buchstabe sein. Nee, kann. Es muss das E sein. Es muss das E sein. Gut. Es muss das E sein. Ja, gut, dass wir hier so gut wie keine Wörter mit E haben. Bin drin. Es hat sich aus Zauberhand für mich geöffnet. So. Memo kennen wir schon. Safe-Steuerung. Ja, öffne den Safe. Scheinwerfersteuerung. Wegen macht das Licht aus. Ich bin so hässlich. Die dürfen mich gar nicht sehen. Sonst sterben die. Ich will sie erschießen. Es sollte ja Spaß machen, sie zu töten. So, ups, das wollte ich nicht mitnehmen, aber ich hab's mitgenommen. Egal. So, gehen wir wieder runter. Was zum Teufel liegt hier denn? Ich weiß schon. Ihr habt gar nicht gesehen, ne? Hier, ja, lag auf meinem Tisch. Ich habe hier mal wieder ein bisschen umgeräumt, deswegen sieht das hier auch alles ein bisschen anders aus. Was für euch anders aussehen könnt? Ihr habt einen Greenscreen, den ihr nicht sehen könnt. Das sieht alles anders aus. Der Greenscreen ist viel grüner geworden. So, okay.
Das hier ist der Ausgang gewesen. Wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Ernsthaft? Oh Gott, ich finde. Okay, nein. Nein. Nee. Hätte runterspringen sollen zum Speichern. Ich mach das, dieses Schloss mache ich nicht doch mal auf. Es ist auf einfach gewesen, dieses Schloss, und ich habe so ewig gebraucht. Später habe ich einfach. Später hat es sich aus Zauberhand geöffnet. Ja, aus Zauberhand. Ich habe da nicht noch ein paar Versuche reingesetzt. Nein, nein, nein. So, speichern wir erstmal ab. Eines Tages wirst du dich wieder selber töten, Hund. Ich weiß es doch. Okidoki. Jetzt können wir hier reingehen. Tschüss, Hundi. Ich wette, die verschlossene Tür führt einfach zu einer Treppe. Okay. Wir haben es hier also mit Robotern zu tun. Terminal des Geschäftsführers. Betriebsbudget. Anleitendes Personal. Re-Betriebsbudget. Im zweiten Quartal. Hat direkt gut angefangen. Im zweiten Quartal. Ich kriege Quartal nicht hin. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Ich weiß, ich habe es total banal ausgesprochen. Massachusetts. Ich kriege das nicht hin. Massachusetts. Ich habe das nie hingekriegt. Massachusetts. Massachusetts. Ist mir egal. Ich krieg diesen Stadtnamen einfach nicht ausgesprochen. Massachusetts. Massachusetts. Ihr wisst, was ich meine. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hiermit Westen Betriebsleiter Mr. Saul Aronson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind, ach verdammt, und dass die Einsparungen bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben werden. Mit was versucht er das denn bitte, sie aufzubereiten? Mit Atomkraft? Das wäre ziemlich blöd. Cool. Da gehen wir gleich mal hin. So. Okay, hier ist irgendwie ein Strahl. Ich glaube, dahinter ist irgendwas. Ach, Hundi. Ist irgendwie seltsam, dass hier keiner ist. Vielleicht können Supermutanten keine Fahrstühle bedienen. Du hast eine Ausgabe von Picket Fences gefunden. Du kannst jetzt Verandmöbel in Siedlungswerkständen bauen. So, Gebäudeverwaltungsaufzeichnung. Bitte eine Protokolldatei zum Anzeigen auswählen. 18.10. Abdichtung des Geschützverteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden mal wieder überflutet wird. Ich bin schon froh, wenn sie nicht wieder alle 2 Wochen einen Kurzschluss haben. 19.10. Nun, sie funktionieren. Emmis hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu schließen. Riesenüberschwemmung. Geschütz 4 ist verschwunden, bevor es Schaden nehmen konnte. Und ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem sie das Ventil geschlossen haben. Klappt also prima. Nur schade um Emmis, weil er gefeuert wurde.
21.10. Routinewartung der Wasserpumpen. Nicht, dass das nötig wäre. Die Zentrale hat vielleicht an allen anderen gespart, aber die Dinge werden ewig halten. 22.10. Saul schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty, also müssen alle am Montag Überstunden machen, damit alles anständig aussieht. Hab ihnen gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren, damit sie nicht die Gäste erschießen. Wäre ein bisschen blöd. Dafür brauche ich 10 Minuten. Den Rest des Tages kann ich mit etwas Produktion verbringen. Der roten Gefahr? Das ist ein Spiel. Warum sollte er in sein Terminal-Tagebuch, den der Chef sehen kann, reinschreiben, dass er spielen möchte? Die aktivieren wir mal. Guck dir die Flitzpiepe an hier. Oh, das macht keinen Schaden. Na gut, dann nicht. Okay, hier kann also alles überschwemmt werden, wenn sie Bock haben, ja? Ein Zahnrad. Okay, hier kriege ich schon mal keinen Kern her. Schade. Dieser Knopf funktioniert nicht. Schade. Stimmt, was war jetzt damit? Habe ich den Tresor oben geplündert? Kann mich nicht erinnern. Habe ich den geplündert? Ja, habe ich. Okay. So, jetzt haben wir hier noch eine Tür. Hier geht's runter zum Wasser. Ah, nein, Meyerlux. Ja. Hätte ich gar nicht knacken müssen. Aber es gibt Erfahrung. Terpentine. Ja, cool. Sehr sinnvolle Tür. Ich glaube, den Leuten, die da unten leben, denen hat das jetzt nicht so gefallen, oder? Tja, die Tür ist zu, mein Freund. Ist da eine Scheibe? Fuck, da ist eine Scheibe. Okay, Systemdiagnose. Ich verstehe. Betriebshinweise. Industrielle Hochwasserschutzsysteme Mark 6. Betriebshinweise. Diese Anlage wurde mit 4 Notfallwasserschutzpumpen Mark 6 ausgestattet. Diese vollautomatische Wasserpumpvorrichtung sollte Ihre Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und trocken halten. Im unwahrscheinlichsten Fall einer starken Überflutung kann es bei Mark 6 Pumpen, die komplett unter Wasser gesetzt wurden, zu einem Ausfall kommen. Verwenden Sie die automatisierte Software auf diesem Terminal oder betätigen Sie den Pumpensteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe. Falls Sie die Pumpe neu starten müssen, hierdurch wird ein zweiter Motor aktiviert, der die Verstopfung beseitigt und den normalen Betriebszustand der Pumpe wiederherstellt. Okay. Wenn ich diese Tür öffne, bin ich doch tot. Der ist legendär! Kacke. Okay. Sollst du ausrüsten, die Splittermine? Ich weiß jetzt nicht, wie intelligent das war, da die Mine hinzulegen. Wenn die mich selber wegspringt, ey, dann raste ich aus.
Hundi? Hundi? Hallo, Mr. Legendärer. Okay, Hundi war mutig. Hundi, oh, ich habe mich kurz über meine eigene Miene erschrocken. Hundi hat's geregelt. Chameleon, Metallrüstung, linkes Bein. Du bist für Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Ja, nice. Das nehme ich doch gerne so hin. Kleidung. Habe ich denn schon etwas für die Seite? Oh. Ich erinnere mich. Es war mit Taschen, ne? Ja, gut. Das Problem bei diesem Ding ist, es ist gerne mal verbuggt, dass man auf ewig unsichtbar ist. Was ich schon hatte. Ist nur ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding behalten möchte. Wobei coole Screenshots dabei rauskommen. Abgeschlossen. Tja, warum auch nicht? Muss, glaube ich, Valentine mal holen, ne? Ich glaube, der konnte knacken. Leute, kann ich mir mal in die Kommentare schreiben, wer nochmal Schlösser knacken konnte? Doch nicht gleich in die Luft gehen. Wer sich runtergestürzt hat. Ihr kommt doch hier gar nicht her. Wie seid ihr denn da hingekommen? Wir sind jetzt wieder am Anfang. Okay, ich muss zurück. Wow, 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 ich dachte, ich habe euch ausgeschaltet. Junge. Okay, gut, dann. Ich wünsche dir viel Spaß da oben. Ich werde dich nicht stören. Noch nicht. Weil wenn wir jetzt an den anderen Schalter ran wollen. Geht's hier gut? Dann müssen wir dahin. Ich sehe nicht. So, wir halten uns von den Eiern fern. Ich weiß jetzt nicht, was hier noch auftaucht. Aber ich glaube, wir müssen weiter runter, ne? Was ist das hier für eine Tür? Wo führst du mich hin? Und das da blinzelt mich schon die ganze Zeit an. Was zum Teufel? Komme ich da wie hin? Kann ich gucken, was das ist? Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Wo der Knopf außer Betrieb war. Hundi, du bist dezent im Weg. Dankeschön. Okay, so. Ja, guck mal, da versteckt sich einer. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. So, wie kommen wir jetzt dahin, ohne runterspringen zu müssen? Weil wenn ich runterspringe, dann... So, ich habe jetzt meine Heckler und Koch, die meine 10 mm verschwendet, ne?
Okay, die konnte ich alle mitnehmen, sehr schön. Ich würde hier ungern jetzt runterspringen. Oh! Weißt du, ich dachte schon, der wäre legendär. Du bist jetzt aus? Hä? Muss man das verstehen? Wieso war der andere nicht aus? Ich will da jetzt nicht runterspringen. Hier gibt es nichts anderes außer die Geschütze, ne? Du bist nicht legendär und du auch nicht, ja? Sehr schön. Jo. Ich habe kaum noch Munition. Ja, ich habe meinen anderen Heckklauenkoch noch am Start. Ins Bein geschossen. Kann ich mich da irgendwie... Das Fenster ist bestimmt heile, ne? Ja. Heile ist richtig. Muss ich hier durch. Auch wenn hier irgendwo etwas ist. Ja, der Geschützturm ist gutartig. Sieh mal einer, guck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, dass ich sehr gut im Verfehlen bin. Alter. Alle 20 Sekunden eine Chance von 10% Nahkampfangreifer einzufrieren. Nehme ich. Das nehme ich doch. Warte, ich bewege mich mal kurz. Geht das? Nein. Okay, dann... Krio. Wieder einige Taschen weniger. Aber egal. Die Rüstung ist es mir wert. Vielleicht kann ich da auch Taschen anbringen an der Kryo, ne? Müssen wir mal gucken. Achso, kommen wir hier hoch. Das Problem ist nur, ich will nicht hoch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal den Rückweg geklärt. Das ist schon mal sehr gut, weil da ein legendärer Hoshi war. Weil theoretisch komme ich hier auch hoch, okay. Aber... Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen da rein. Wie komme ich da rein? Ah, ich sehe es. Starte die Hauptpumpe neu. Wir haben jetzt nicht mehr noch mehr Leute angepisst, oder? Ich glaube nicht. Machen wir den Deckel zu. Okay, zurück zu Aufseher White. Das gucken wir uns mal an. Das brauchen wir nicht. Okay. Wir können nur noch 210 tragen. Weg damit. Hast der Fahrstuhl funktioniert? Gut, dann gehen wir jetzt zu unserem Geheimversteck, speichern definitiv noch ab und dann schauen wir mal, dass wir ein paar Sachen noch mitnehmen können, ne? Auch wenn da jetzt jemand hängt, ne? Oberfläche. Oberfläche?
Geil, einfach geil. Kommst du hoch? Fetter Sturm, der dir übelst zusetzt. Oh Gott, ich bin hier reingefallen. Was hast du gefunden, mein Kleiner? Zeig mal her. Ich gehe da jetzt aber nicht wieder rein. Hast du das gefunden? Wolltest du unbedingt ein bisschen Schaden bekommen? Gehen wir den langen Weg. Du bist auch ein fetter Rabe. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob wir so schlafen können. Ein bisschen ungünstig ist das hier schon. So, Geheimversteck. Ah, gucken wir mal. Wir nehmen alle Sachen mit, die wir suchen. Klar, das Glas. Das tut weh. Oh Gott, ich habe ja gar nichts abgelegt. Heilige Scheiße. Okay, Hundi. Hundi? Wo ist jetzt die Töle wieder? Hundi. Hundi. Ach, hier war Wasser. Stimmt. Mein Hund ist weg. Also wieder klar. Weißt du, kaum brauchst du ihn, ist er weg. Hängt wahrscheinlich immer noch da hinten in der Ecke rum. Ich wiege 30 zu viel. Okay, Schrott. Alles, was wir nicht suchen, raus. Scheint nicht so viel zu sein. Okay, wir haben immerhin 10 Gewicht verloren. Geil. Habe ich Hunger? Ich habe Hunger und Durst. Okay. Ein bisschen Gewicht verlieren wir dadurch wenigstens. Jetzt ziehen wir uns noch unseren Kram rein, so. Und dann bewege ich mich mal zu Dog Meat. Hundi, wo steckst du? Kacke. Oh, ich heile mich. Ich höre ihn bellen. Glaube ich zumindest. Wo ist der denn hin? Da hinten sehe ich ihn nicht mehr. Ach, Dogmeat. Gehst mir schon so ein bisschen auf die Eier, ne? Okay. Das Schöne ist, wir können erstmal die Sachen anziehen. Ich bin immer noch überladen. Gewicht 1. Na gut. Flaschenkürbis wächst bei uns eh ohnehin. Deswegen können wir das wegwerfen. Güterkeule brauche ich noch zum Essen. Melone wächst bei uns auch. Du kannst mich am lecken. Hundi. Abspeichern. So, wir könnten uns hier zwar noch ein bisschen umsehen, aber meine Taschen sind ohnehin voll. So, jetzt gehe ich eine Stunde schlafen und verliere mein Gewicht.
Okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, dann gehe ich halt schlafen. Ist mir egal, ob ich dann krank werde. Es war wieder klar. Es war einfach wieder klar. Wieso sollte es auch anders sein? Weißt du? Wieso sollte es auch mal funktionieren? Das wäre ja völliger Humbug, dass mal alles perfekt funktioniert. Kann sich länger als 3 Stunden schlafen im Schlafsack. Geil! Ich habe mein Gewicht immer noch nicht und bin jetzt auch noch scheiße lang und bin jetzt auch noch krank. Schade um die Eier, aber naja. Essen kriege ich immer wieder zusammen. Zum Durchdrehen, ey, zum Durchdrehen. Ach, guck mal, wie schön das heute ist. Nur, dass mein Hund weg ist, seltsamerweise. Verschwunden. Der wusste, dass ich Hilfe brauche und ist einfach abgehauen. So einen Hund habe ich. So einen Hund habe ich. Naja, was soll's. Wir haben es dann doch geschafft, indem wir wertvolle Sachen weggelegt haben. Danke, Hund. Ist wirklich nützlich, wo auch immer du gerade steckst. Ist wahrscheinlich wie Mr. Flauschi, der direkt sich in irgendeiner Ecke versteckt. Ach, da ist er ja. Ich brauche dich nicht mehr. Geh nach Hause. Ich werde dich sowieso austauschen gegen Valentine. Nee, ich glaube, Valentine war der Hacker, ne? Ich glaube, ich muss den Ghoul mitnehmen. So, kurz mal gucken, ob hier Gegner sind. Nein. Deine Infektion breitet sich aus. Ach, ist das schön. Habe ich was dagegen? Das ist schon was gebracht? Nö. Ich hätte es mir vielleicht durchlesen sollen, ne? Ich habe nur irgendwas Antikörper oder so gelesen. Hab drauf gedrückt. Ich glaube, das war nur die Resistenz. Naja. So, meine liebe Roboterfarm. Bin ich wieder. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja. Ganz recht. Das ist wunderbar, einfach wunderbar. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Aufseher White. Ich fürchte, ich gebe keine Autogramme, Liebling. Ich dachte, ich kriege einen Rabatt. Das heißt, du handelst. Weißt du, du füllst dir einfach meine Taschen mit irgendeinem Dreck. Ich kann doch nicht so viel tragen, Mann. Ich glaube, alle Flaschenkörbe müssen weg. Kann ich hier jetzt bauen? Ah, geht. Cool. Okay. Wir haben hier diese Dinger. Das packen wir mal in unsere Werkstatt. Apropos, wo ist unsere Werkstatt? Werkstatt? Na gut. Ach ja, ich bin ja krass. Ich kann jetzt hier gar nichts machen. Muss meine Krankheit besiegen. Erstmal muss ich mir Redaway reinziehen, glaube ich. Hallo? Tasche? Cool. Ich werde sterben, weil ich nicht in meine Tasche reinkomme. Ein weiterer Verehrer, der mich sehen möchte.
Toll, ich kann jetzt hier alles abbauen. Bringt mir das jetzt nichts, weil ich sterben werde dabei. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht machen. Und ich kann nicht in mein Pip... Ah, jetzt kann ich in mein Pip-Boy rein, okay. Ich brauche Redaway. Redaway, da, eins. So, okay. Gut, dass ich dabei sterbe. Jetzt kann ich schon wieder nicht laufen. Da ist die Werkstatt. Wir laufen da jetzt erstmal hin und laden unseren ganzen Schrott ab. Und dann schauen wir weiter. So, Schrott abladen. Gucken, ob wir bereits Dingeskirchen bauen können. Bezweifle es gerade. Ich war doch schon da, wo ich sein wollte. Ressourcen. Ja, ich weiß. Bin ich auch noch fast tot. Wie habe ich es jetzt gebaut? Habe ich es jetzt gebaut? Hä? Habe ich es jetzt gebaut oder nicht? Wollt ihr mich verarschen? Habe ich es jetzt aus Versehen zweimal gebaut? Kann ich sehen, was ich baue? Rein theoretisch kann ich sehen, was ich baue. Also ich hätte es sehen müssen, wenn ich es gebaut hätte. Das muss ich mir gleich in der Aufnahme nochmal angucken. Du bist nur Dogmeat. Wenn ich jetzt dadurch Ressourcen verloren habe, dann drehe ich durch. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal unsere Krankheit irgendwie besiegen. Oh, es wird neblig, die Zombies kommen. Das heißt, wir müssen einen Arzt aufsuchen. Und ich kann meinen Pip-Boy schon wieder nicht aktivieren. Ich drehe durch. Geht doch. Wo sind wir jetzt? College Square, Lexington Apartments. Wo ist Diamond City? Da ist Diamond City. Eigentlich gar nicht mal so weit entfernt und wir wollten ja eh hier hin, ne? Okay, gehen wir zu Diamond City und dann machen wir uns auf zu Vault 81. Oh Gott, nein. Habe ich die Dinger dabei? Bei Munition war das, ne? Fusionskerne, okay. Ich habe die drei Fusionskerne dabei. Gut. Das heißt, nächster Stop Diamond City. Kurz heilen lassen und so, ne? Ach, guckt euch meine Status an rechts. Hui. Vielleicht sollte ich erstmal was trinken. Komm, wir sollten erstmal was trinken. Ressourcen, Wasser... So, bauen wir das mal kurz hier hin. So, erstmal was trinken. Dann können wir weitermachen. So, vielleicht sollte ich ein Bett aufstellen, aber es kann sein, dass ich dann halt tot aufwache. Aber ich sollte definitiv erstmal schlafen. Hallo? Geht doch. Möbel, Betten. Machen wir uns ein schön sauberes Bett. Auch hier, logischerweise. Und dann schlafen wir 8 Stunden. Mal gucken, ob ich sterbe. Aber dann ist ja abgespeichert. Was aber so viel heißt, dass ich jedes Mal, nachdem ich lade, sterben werde. Ich bin topfit. Gut, wir sind ausgeruht. Sehr schön. Meine Tonne, meine Ressourcen, sie fliegen gerade weg. Toll.
Ist schön, von hier aus haben wir eine Brücke rüber zu Diamond City. Auch wenn Diamond City noch ein bisschen weiter weg ist. So, da möchte ich jetzt ungern aber irgendwie kämpfen oder irgendwo reingehen, weil wir haben keine Zeit, sonst sterben wir höchstwahrscheinlich. Ach, da war ich schon mal drinne. Das war da, wo wir dem Reporter, glaube ich, geholfen haben, diesen Interview, Radiotypen, dem Radiofuzzi. Dem haben wir da, glaube ich, geholfen. Ich bin jetzt aber nicht auf dem Weg zu Vault 81, oder? Nein, ich bin auf dem Weg zu Diamond City, okay. Oberlandstation. Stimmt, die gehören auch schon mir, ne? So, aber ich will das heute auf jeden Fall noch schaffen. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, deswegen Diamond City wird wahrscheinlich unser letztes Ziel sein für heute. Aber dann sind wir zumindest geheilt. Finde ich gut. Ich habe einen sicheren Weg. Okay, du bist eine Red Hirschkuh. Keine Legendäre dabei? Schade. Immer so leichte Opfer. Es war nur eine Couch. Schade. Oh Gott, sind das mal Heiler Geier. Ich bin dann mal weg. Was ist los, Kleiner? Kannst du doch nicht rumbeln und dann nichts machen. Die laufe ich hinterher. Soll das echt lassen, den Typen hinterher zu laufen. Der weiß echt nicht, was er tut. Da, er läuft mir vor den Beinen rum. Wie bist du flauschig? Der ist genauso doof. Will, dass ich in die Küche gehe, aber läuft vor mir rum. Okay, scheiße. In dieser Stadt müssen wir einen Bogen drumherum machen, ne? Wo sind wir jetzt? Wir müssen nach links. Scheiße, da lief irgendwas. Supermutanten und Ghule! Scheiße. Wie hat er das denn geschafft? Ich brauche einen anderen Weg zu Diamond City. Das ist kein guter Weg. Okay, ich wurde einfach aufgefressen. Hops, war ich weg. Ist cool. Ist cool. Das Spiel ergibt einen Sinn. Tschüss, Tolle. Ein zweites Mal. Okay, Diamond City. Ich müsste diese Straße nehmen. Oder die hier. Ein Polizeirevier vorbei. Okay, versuchen wir es mal so. Versuchen wir am Polizeirevier vorbeizukommen. Hoffentlich ist da kein Köter, der mich mit einem Haps wegmacht. Okay, wenn hier... Das ist ja der Ort, wo wir schon mal waren, nicht wahr? Nur von der anderen Seite. Das letzte Mal, also sind wir gerade da auf der anderen Seite rumgelaufen, okay. Oh, das sieht so verlockend aus, das Bootshaus. Aber ich habe keine Zeit zu verlieren. Diese Krankheit tötet mich. Das gefällt mir gar nicht. Aber hier drauf zu bauen wäre doch cool. Da könnte man eine gute Siedlung drauf bauen. Oh shit.
Oh, Kacke. Oh mein Gott. Eine Machete, eiskalt. 20% Chance, den Gegner einzufrieren, wenn du seinen Angriff abblockst. Ja, das ist ja Kacke. Abblocken ist nicht cool. Das heißt so viel wie ein Suizidkommando. Guck mal, da leuchtet. Fuck. Müssen wir gleich hin. Das wird unsere nächste Location. Das da hinten ist schon Diamond City. Das heißt, wir sind schon fast da. Weißt du, Ewigkeiten. Kam kein Legendärer und plötzlich kommen drei hintereinander. Wir können hier lang, auch wenn da Raider sind. Wir können hier lang, wir müssen hier lang. Was ist das da hinten? Das ist ja interessant. Okay, wir müssen uns hier vorbeischleichen. Ich weiß, dass hier ein Raider mit einer Powerrüstung ist, weswegen wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Ich hab zwar nur zwei Schuss, aber. Scheiße, was war das? Mein Schalldämpfer. Habe ich hier noch irgendwo einen Schalldämpfer dran? Lass mich hier nur vorbei. Ich will hier auch gar nicht großartig was machen. Bin nur an dieser Brücke vorbei. Okay, was soll der Scheiß? Tschüss. Niemand. Nur meine Infektion, die mich töten will. Oh, geschafft. Diamond City. Hä? Habe ich hier auch eine Station? Ich hatte hier auf jeden Fall in der Nähe eine, das weiß ich. Hangman's Alley. Stimmt. Null Bewohner. Hm. Ist das hier gewesen? Nö. Oh, wir haben noch so viel einzurichten. Wir haben einfach keine Ressourcen. Ich weiß nicht, wo ich die ganzen Ressourcen hernehmen soll. Ja, ich bin da. Ich kann mich heilen lassen. Sehr schön. Diamond City? Bin jetzt genau drauf, ne? Diamond City, hinter mir. Ah, okay, hier geht's rein. Ein sicherer Hafen. Ja, bitte. Oh Gott. Dann lassen wir uns zum Schluss wenigstens noch mal heilen. Damit wir wirklich fit sind für die nächste Folge, nächste Woche. Und dann werden wir auf jeden Fall das, was wir gerade entdeckt haben, erkunden. Weil wir haben es jetzt entdeckt, wir müssen es erkunden. Das ist Gesetz, Zeros Gesetz. Ja. Ah. Ja, ich bin Sicherheit. Wie kann ich meine Waffe nochmal wegstecken? Ah, okay. Wir wollen ja nicht aggressiv erscheinen. Nee, ich glaube, das war der Metzger. Der Arzt ist gar nicht da. Cool. Ja, dann suchen wir uns erstmal ein Bettchen. Ich weiß aber nicht, wo ich schlafen kann. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch... Ich meine, diese Anmachsprüche. 200 Jahre alt, siehst du aber noch gut aus. Ich will doch in 300 Jahren noch gut aussehen. Gut, dann bin ich tot. Aber ich sehe gut aus. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Kann ich bei dir irgendwo schlafen? Muss hier doch irgendwo schlafen können bei dir. Ach, Piper, ich dachte, wir sind Freunde. Friends forever. Wo kann man hier in der Stadt speichern?
Ist eine gute Frage, ne? Im Pub. Und der befindet sich hier irgendwo. Das Problem ist, ich muss halt schlafen gehen und speichern. Erstens, um die Folge zu beenden. Und zweitens, um ja, den nächsten Tag abzuwarten. Hallo. Drinks. Den besten Schnaps machen die Schwarzbrenner hier. Kein Störenfried, was? Hältst du dich aus Schwierigkeiten raus? Willst du mich etwa ausräuchen? Gefällt mir. Keine Sorge. Ich habe den Kontakt zu allen abgebrochen, die mich der Schulden wegen umbringen könnten. Alles gut. Entspann dich. Vielleicht. Ich überleg's mir. Dann ein andermal? Ich wollte ein Bett. Bin froh, dass wir dich noch nicht vergrault haben. Brauchst du ein Zimmer? Okay, hier. Zimmer 2 gehört dir. Einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Jefim. Ist das Zimmer 2? Ja. Gut, es ist 4, dann muss ich mindestens bis 6 schlafen und dann können wir zum Arzt gehen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.